da sich einige gewünscht haben, mal wieder ein bisschen meine Stimme zu hören im Video. Ja, schöne Grüße. Filme heute mal wieder ein bisschen und ich erzähle was dazu. Heute machen wir eine Käse-Sahne-Suppe. Dazu benötigen wir einmal Schmelzkäse, ein bisschen Suppengemüse, Porree, Mais, Pfeffer, Paprika, Rosenschaf, Salz, Kartoffeln, Zwiebeln, Champignons, Hackfleisch, das ist Schweinehackfleisch, 1 Kilo. Ja, hier noch ein bisschen Aufstrich. Dann haben wir hier Baconstreifen und noch so ein paar Bierknacker. Schlagsahne habe ich noch vergessen. Ja, daraus basteln wir jetzt eine richtig leckere Suppe. Die kommt super auf Feten an oder auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wo man ein paar mehr Leute ist. Ja, viel Spaß dabei! Ja, los geht's. Wir braten erstmal das Hackfleisch an in der Pfanne. Brauchen wir kein Öl zu. Das reicht, da ist genug Fett drin mit in den Hackfleisch. Wir würzen es auch sofort. Dazu den rosenscharfen Paprika. Dann ruhig ordentlich was drüber. Dann Pfeffer. Auch ruhig einen guten Schwung. Und Salz. Mehr machen wir da gar nicht zu. Jetzt schneide ich noch ein paar Zwiebeln. Die kommen mit rein. Werden da drin mit angebraten. Ja. Und wenn wir das fertig haben, tun wir das auch direkt in die Suppenschüssel oder Suppentopf befördern. Also. Los geht's. Das Hackfleisch brutzelt jetzt schon gut vor sich hin. Jetzt gebe ich die Zwiebeln dazu. Das sind 4 kleine Zwiebeln. Grob zerhackt. Die braten wir jetzt mit an. In der Zeit, wo jetzt das Hackfleisch in der Pfanne brät und die Zwiebeln, fange ich an, das Suppengemüse vorzubereiten. Im Suppentopf geben wir jetzt das Suppengemüse rein und 3 Kartoffeln, alles klein geschnitten, und das schmoren wir jetzt ein bisschen an da drin. Dazu gebe ich jetzt noch eine Packung Baconstreifen und die Bierknacker, die habe ich auch zerschnitten, 4 Stück. Kommen auch dazu. Zu den Suppengemüse, den Kartoffeln, den Baconstreifen und den Mecknackern kommen jetzt noch Champignons. Das sind gute 10 bis 15 Stück. Die braten wir auch noch mit an. Nun kommt noch Porree bei. Das sind 3 Stangen. Das Hackfleisch ist jetzt fertig. Genauso wie das Suppengemüse, die Champignons. Und alles, was wir dabei gefügt haben, das beides
fülle ich jetzt zusammen in den großen Topf. In diesen großen Suppentopf geben wir jetzt noch eine Dose Mais. Jetzt kommen 4 Krüge Wasser hinein. Wer allzeit säuft und allzeit schlemmt, behält zuletzt kein ganzes Hemd. Naja. Sahne dazu. Eine Packung Frischkäse. Und zu guter Letzt noch 2-mal Schmelzkäse. Ich habe hier den holländischen genommen, der schmeckt ganz gut, hat auch noch eine gewisse Würze. Ja, das war's jetzt, das lassen wir jetzt alles für gute 1,5 Stunden kochen auf mittlerer Temperatur und dann sollte es gut sein. Bis gleich. Was ich vergessen habe, ist jetzt noch ein bisschen Salz, aber nicht viel, ist eigentlich schon genug drin. Und noch ein bisschen Pfeffer. So, das sollte reichen. Also, jetzt aufkochen lassen, 1,5 Stunden bei mittlerer Temperatur. So, hier haben wir noch ein paar Kräuter. Die kommen auch noch mit rein. Ja, da ist sie nun fertig, unsere Käse-Sahnesuppe. Wer es ein bisschen fester haben will, kann natürlich noch ein paar Kartoffeln reinreiben oder sonstiges. Wir mögen das aber so, wenn es ein bisschen flüssiger ist. Ich meine, es ist schon ein bisschen dickflüssiger, als wenn man jetzt eine klare Brühe oder sonst was hat. Wie gesagt, wir mögen es so. Schmeckt echt klasse, die Suppe. Probiert das mal aus. Dazu Weißbrot kann ich empfehlen. Schmeckt ganz gut. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.